Umwerfend. Hier ist es so friedlich. Hier könnte ich den ganzen Tag bleiben. Nadine wird sich fragen, was ich hier treibe. Okay. Jetzt sollte ich aber wirklich zurück. Als würde ich einen Preis dafür kriegen. Was haben wir denn hier? Mal sehen. Bilde ich mir das ein, oder ist das eine Karte? Die wir unsere Karte aussuchen. Das notiere ich mir. Interessant. Eine Art Häusserler-Andenken. Was ist mit den Symbolen da oben? Symbole? Da ist ein Schlitz. Genau die Größe eines Andenkens. Versuchen wir es. Es hat eine der Stellen auf der Karte gefüllt. Ja. Frag mich, was passiert, wenn wir alle finden. Diese Figuren, das müssen die alten Häusaller-Könige sein. Insgesamt 11. Physik. Klasse. Hey, deckt das Protokoll. Ihr sichert den Platz und nehmt eure Position ein, bis das Safi ist. Schafft. Hast du da unten irgendwas gefunden? Hab noch ein Andenken. Okay, solange wir uns alle Forts ansehen, die du im Turm markiert hast.
Kann man die läuten? Oh, das ist laut. Noch ein Wappen eines Hoysala-Königs. Das hat jemand sehr sorgfältig versteckt. Ich bin gleich zurück. Alles klar. Drüben ist eine kleine Höhle. Kannst dich nicht verstecken. Noch ein Andenken für meine Sammlung. Deine Brüder und Schwestern warten schon auf dich. Hast du wenigstens was gefunden? Noch ein Andenken für unsere Sammlung. Hey, fällt dir was an der Statue auf? Sie hält einen Dreizack, eines unserer drei Symbole. Ja, und er zeigt auf diese Ruinen. Okay, gut gemacht. Schön, dass ich für was tauge. Mal rüber. Ja.
Natürlich. Warum auch einfach? Noch ein Häusler-Andenken für meine Sammlung. Moment mal, geh nur. Für meine Tasche, kleines Andenken. Hey, gut. Die Rebellen sind vor uns. Sehen wir uns das mal an. Ich finde, wir sollten die Wand sprengen und selbst nachsehen, was da drin ist. Du hast mehrere hundert Jahre gewartet, damit ich dich finde. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Ja, da ist doch was. Okay. Okay, mal sehen, was passiert. Oh, Wasserfontänen. Ist das dein Geräusch? Keine Ahnung. Ja. Keine Bombe? Ja. Denke nicht. Ja. Es hat aufgehört. Scheint wohl was zu sein. Noch eine. Mach ich nur dir zuliebe. Hey, willst du nicht in meine Tasche? Thank you.
bist du ja. Wer's findet, dem gehört's. Wow, ich bekomme auf diesem Trip richtig viel Hornhaut. Jetzt muss ich wieder scharf nachdenken. Das sieht schon besser aus. Bis bald. Und das war Nummer 11.
ist das, den Stoßzahn zu bekommen? Glaube nicht, aber... Es bringt Geld. Okay. Okay. Komm schon, lass uns weiter. Schauen wir mal. Vielleicht finden wir auch was für dich. Hey, schau mal da. Graue Langhose. Hä? Das sind graue Langhose. Danke, Jane Goodall. Tut mir leid. Ich habe keine Bananen dabei. Eigentlich essen Affen gar keine Bananen. Ach komm, echt jetzt? Also, sie könnten. Aber nicht in der Wildnis. Sie fressen Insekten, Nüsse und Blätter. Bananen sind auch zu süß. Ach, meine Illusion ist zerstört. Sagst du mir gleich, es gibt keinen Osterhasen? Nein, der ist absolut echt. Die grauen Languren. Ich mag den Fellkranz im Gesicht. Hey! Das war toll. Mann. Zum Zweck. Aber Drake? Der war gar nicht so schlecht. Ich meine, oh, dieser Klugscheißer. Oh, er kann echt wahnsinnig nerven, aber er ist auch ganz charmant. Es fühlte sich gut an, so lange. Ich bin gleich zurück. Schau, es ist Ganeshas Dreizack. Passt zum Symbol im Turm. Ganesha, Entferner der Hindernisse. Das ist sehr gut. Nun ja, wenn wir schon nach seinem Stoßzahn suchen, sollte ich mich informieren. Okay, man sollte sich mit ihm auch gut stellen. Du betest zu ihm, wenn du was Neues beginnst oder dich von Zweifeln und Sorgen befreien möchtest. Ah, Entferner der Hindernisse. Aber warum der Elefantenkopf? Sein Vater, Shiva, gab ihm den. Sehr aufmerksam. Nachdem Shiva seinen menschlichen Kopf abhackte. Oh. Ja, das kennen wir doch alle, oder? Hey, nur dass das klar ist. Nathan Drake ist kein Thema mehr. Mach dir seinetwegen keine Sorgen. Ich hatte meine Bedenken. Warum hast du mein Angebot angenommen? Einem geschenkten Gaul schenkt man... Entschuldige, ich brauche einen Moment.
Okay. Wo waren wir? Jedenfalls. Was wollte ich sagen? Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Auge. Vor allem, wenn alle nur darauf warten, dass ich schaffe. Das kenne ich. Hm. Ich bin gleich zurück. Wir sprachen gerade worüber? Ach, ja. Es hat einen Vorteil, wenn alle erwarten, dass du scheiterst. Es gibt ein andererseits? Naja, wenn die Leute nichts erwarten, ist es viel einfacher, sie zu überraschen. Meiner Meinung nach ist dieses Geschäft alleine schon... Bin gleich zurück. Hast du immer allein gearbeitet? Meistens. Wie alt warst du, als du anfingst? Einen Moment. Los geht's. Bleib hier. Okay. Geh nur. Schau da oben. Parashuramas Bogen. Das habe ich auch am Turm gesehen. Also Parashama. Parashurama. Parashurama. Okay. Wer war das gleich? Okay. Sechster Avatar des Gottes Vishnu und ein furchtloser Krieger. Von Shiva selbst in den Kampfkünsten ausgebildet. Aber erst nach Eroberung der Welt, um Shiva von seinem Wert zu überzeugen. Ich habe eine Zeit lang in Kriegen gekämpft. Stimmt. Aber für Geld? Meistens. Wie als du für Asaf gearbeitet hast? Auf jeden Fall ein Taschen. Einen Moment.
Okay. Reden wir weiter? Wir sprachen über Asaf. Ah ja, Asaf war sicherlich ein Taschengeld. Nicht wirklich den Ärger wert. Sag's mir gleich. Ich schaue mich nur kurz um. Tu, was du tun musst. Ich schaue mich nur kurz um. Gut, bis dann. Rebellen waren schneller. Hey, schau. Shivas Axt. Zum Glück bin ich den Turm hochgeklettert. Was? Shiva. War der Gott der Zerstörung, stimmt's? Ja, aber wahrscheinlich nicht so, wie du denkst. Keine wörtliche Zerstörung. Genau. Aber auf eine positive Art. Wie den Stolz und schlechte Gewohnheiten abzulegen. Alte Anhängsel loszuwerden. Genau. Die Statue bewegt sich. Ich glaub's ja. Das ist raffiniert. Könnte du ihn das doch so schön. Ich sehe lieber den Meister zu. Manche Leinen sind zu schön. Der Axt entgehe ich auch du. Ach, ganz schön knapp. Okay, ich glaube, das war's. Komm hier rüber.